Gott, ich will endlich mein aufgebrauchtes Video machen. Puh, die Sachen verstauben mir das schon so. Ja, ich fange auch gleich mal an. Es ist, glaube ich, gar nicht... Naja, es ist ein bisschen mehr als für März. Es ist nämlich, das ist nämlich Februar. Und es ist alles total verstaubt. Ich fange mit dem an. Ich fange mit dem an. Das kennt ihr ja eh auswendig von mir. Das sind die Kosmetiktücher, die ich in meinem Badezimmer stehen habe. Dann das hier. Das ist was vom Jan. Er hat das reingeschmissen. Das fand ich auch lustig. Wir hatten ja die Woche gemeinsam Urlaub und er hat das leer gemacht. Und er kauft das immer wieder nach. Und er hat gesagt, er schmeißt das in den Sacker rein. Also das erinnert mich total an ihn. Wenn ich das rieche, denke ich automatisch an ihn. Er hat immer das. Das ist dieses Dark Passion. Er benutzt nur das. Ich mag das aber auch, es riecht auch sehr gut. Dann habe ich hier eine Maske, das ist die Milch und Honig. Diesmal fand ich sie wieder nicht so gut, aber ich werde sie mir auch eine Weile nicht nachkaufen, weil ich habe so viele Masken, ich muss erstmal welche aufbrauchen. Dann meine letzten Pure Camille Reinigungstücher, ich werde mir dabei keine mehr kaufen, weil ich den Duft nicht mag. Ich habe jetzt andere, die ich viel lieber mag, aber die seht ihr dann im Kaufverhalten-Video. Dann habe ich hier einen Badezusatz, hab dich lieb. Der sieht so aus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der gerochen hat. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Also es war wahrscheinlich nichts Besonderes, weil sonst würde ich es wissen. Dann habe ich hier ein Duschgel leer gemacht. Das hatte ich sehr, sehr lange schon. Das ist von Yves Rocher. Das ist diese Winter... Es ist alles so saudreckig. Das ist diese Winteredition. Das war dieses Mandarine und Zimt oder so. Clementine und Epi Spice, ja. Ich glaube, Mandarine und Zimt war das. Es war okay. Aber ich bin froh, dass ich mir auch die letzten, die was jetzt rauskommen sind, die Weihnachtssachen nicht gekauft habe. Da bin ich echt stolz auf mich, weil ich habe jetzt noch das Birne und das hebe ich mir noch für Winter auf. Weil jetzt habe ich ja eher auf so auf die blumigen, frischeren Düfte Lust als auf diese Weihnachtssachen. Sage ich ganz ehrlich. Dann habe ich noch einen riesen Duschgel leer gemacht. Das war das Marshmallow Heaven von Tracky Moon. Ich habe da auch Gott sei Dank noch ein Backup, weil ich mag das sehr, sehr gern. Sorry. Ups, das war mein Schuh. Das mag ich wirklich gern. Ich liebe dieses Duschgel. Das sieht so aus. Ja. Ich habe es Gott sei Dank noch als Backup. Das gibt es nämlich leider nicht mehr. Obwohl da nicht drauf stand, dass es nur für kurze Zeit erhältlich ist. Das fand ich voll fies. Wirklich fies, weil das ist mein absolutes Lieblingsduschgel. Ich meine, jetzt brauche ich natürlich eine Pause davon, weil ich es sehr, sehr lange verwendet habe, aber ich mag es noch immer. Natürlich würde ich es jetzt nicht nochmal verwenden wollen, aber ich mag den Duft noch immer sehr, sehr gern. Und ich habe das Coffee Cake, aber dazu komme ich in einem anderen Video näher darauf hin zurück. Dann habe ich Wattepads aufgebraucht, das sind die vom Hofer, die kaufe ich mir immer wieder nach, die sind eh nicht so interessant. Dann habe ich einmal die Afrika-Maske aufgebraucht und die fand ich gut, die gibt es leider nicht mehr. Ich meine, ich hätte sie mir auch wahrscheinlich jetzt nicht nachkaufen, weil ich eh so viele Masken habe, aber die fand ich echt gut. Die war wirklich nicht schlecht. Was noch gut war, war die Erfrischungsmaske von Hildegard Brockmann. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Würde ich mir aber auch nicht nachkaufen, weil ich eben, wie gesagt, so viele habe und mir auch von Balea wieder so viele gekauft habe. Wenn wir schon bei Balea sind, das ist die Chai Tea Vanille Maske, diese Limited Edition, die mochte ich überhaupt nicht, mir hat die nicht gefallen. Meine Cousine fand die gut, meine Mama hat sie, habe ich gesehen, noch nicht verwendet, aber ich mochte die nicht. Von der Farbe her finde ich es wunderschön, aber ich mag die von Ding einfach her überhaupt nicht. War wirklich nicht meines. Dann habe ich hier einmal ganz unspektakulär diese Wattestäbchen aufgebraucht. Ich habe gehabt, ich habe keine mehr und ich habe noch zwei Packungen in meinem Schrank gefunden. Sehr schlau, ich weiß. Deswegen brauche ich sie mir dabei nicht nachkaufen. Yay. Dann habe ich hier eine Probe leer gemacht, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Das war ein Weichspüler. Fand ich okay, aber ich benutze eigentlich immer von Müller die Eigenmarke, den Blink. Den habe ich mir jetzt auch wieder nachkauft, deswegen würde ich mir das jetzt nicht nachkaufen. Aber war cool, das mal als Probe zu haben. Ich hatte in letzter Zeit, glaube ich, hier so einen Probenwahn, wenn ich mich nicht hier... Stopp, aber wir werden es gleich sehen. So, dann als Badezusatz habe ich einmal den Winterbeere aufgebraucht. Den liebe ich ja total. Ich warte, bis der reduziert ist, weil dann werde ich ihn mir bunkern. Ich warte immer ab, bis alles reduziert ist. Habt ihr das schon gemerkt? Was haben ich alles für Zahn... Okay, zu Zahncreme kommen wir gleich, weil die habe ich da alle drei. Ich war sehr, sehr fleißig und habe Zahnpasta aufgebraucht. Die beiden waren von meinem Freund, die wollte ich unbedingt weg haben, weil die sind mir schon so am Arsch gegangen. Ihm ist auch aufgefallen, dass ich die aufgebraucht habe, weil er hat sie dann auch in dem Sacker gesehen. Ich wollte ihm eine nachkaufen, versprochen, aber ich habe vergessen.
Er benutzt die Blender Med und er hatte, ich schmeiß das kurz wieder da rein, er hatte die beiden bei mir stehen und da war wirklich nicht mehr viel drin, das waren nur noch bis hier beide. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich brauche die beiden auf und ich muss sagen, ich mag beide überhaupt nicht. Er hat gesagt, er kauft immer diese XXL-Größen, weil er damit so lange auskommt. Einmal war das die Complete Milde Frische und einmal Blender Med Kräuter war das. Ich mag beide nicht, ich würde mir das nie nachkaufen. Also er hat gesagt, er kauft sich immer noch nach, besonders diese XXL-Dinger. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich würde mir eher wieder die nachkaufen, weil die finde ich wirklich gut. Die geht halt nur relativ schnell leer. Das ist die von Terra Natura. Ich habe jetzt zurzeit zwei andere, weil ich die noch nicht nachkaufen konnte. Ja, aber ich werde mir auf jeden Fall die wieder nachkaufen, weil die finde ich bis jetzt am allerbesten. Dann, das kennt sie eh auswendig, meinen Hofer Make-up Entferner habe ich leer gemacht. Da ist sogar noch was drin. Ups. Egal. den liebe ich und das wisst ihr. Oh ja, boah, die waren so ekelhaft. Diese Benecos Reinigungstücher habe ich auch schon aufgebraucht. Die habt ihr in einem Kaufverhalten-Video von mir gesehen. Die waren so grauslich. Die waren wirklich grauslich. Der Duft war wirklich zum Kotzen. Obwohl da ja eigentlich angenehme Früchte drauf waren. Aber das, ich mache es doch nicht auf, weil sonst reihe ich mich gleich an. Die restlichen habe ich... Ich habe die fürs Gesicht ausprobiert gehabt zuerst. Und dann habe ich sie für... Entschuldigung. Fürs Watches entfernen aufbraucht, die habe ich dann da beim Schminktisch stehen gehabt. Ich würde mir die niemals nachkaufen, die waren sau teuer und waren urekelhaft. Niemals wieder. Große Watte. Na, das sind diesmal die runden Wattepads, die ich da aufgebraucht habe. Da steht auch was mit Ringelblumenextrakt drauf. Ich mag aber die viereckigen irgendwie lieber. Das ist so eine Art Tick von mir. Dann habe ich wieder eine Mundspülung leer gemacht. Schaut auch schon so dreckig aus. Das ist von der Eigenmarke von Müller. Ich habe mir die jetzt wieder nachgekauft. Eine habe ich jetzt noch als Backup und ich habe mir auch zwei wieder nachgekauft, weil sie in Aktion waren. Dann, das kennt ihr auch, habe ich aufgebraucht mein Trockenshampoo. Das soll sogar vegan sein. Oh, und gegen Tierversuche lese ich gerade da unten. Nicht schlecht. Das mag ich am allerliebsten. Das gibt es auch nicht überall. Ich glaube, DM hat es jetzt, das Sweetie. Und wir bei Müller haben es. Und ich kaufe es halt nur, wenn es in Aktion ist. Sonst kaufe ich es auch nicht nach. Nochmal Reinigungstücher habe ich leer gemacht. Ja, das waren aber die, die ich immer am Schminktisch habe. Die muss ich mir auch wieder nachkaufen, weil ich habe gesehen, ich habe keine mehr. Dann habe ich nochmal Hofer Wattepads aufgebraucht. Okay. Never mind. Dann habe ich leer gemacht, ein paar Badezusätze und eine Seife. Die will ich mir unbedingt wieder nachkaufen. Das war die von Aveo. Das ist die erste nach langen, die mir wieder gefällt. Das ist eine Apfelzimt, oder? Ja. Apfelzimt-Seife, die war wirklich gut und die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil die war echt, echt gut. Leider habe ich die Aktion verpasst, weil es war vor kurzem eine Aktion und da wollte ich mal die mitnehmen, aber ich habe dann vergessen, also... Egal. Dann habe ich noch eine Probe aufgebraucht. Die habe ich zugeschickt bekommen, weil ich habe mich bei probiertmal.at angemeldet. Und da war die Probe gratis mal dabei. Manchmal schaue ich rein und manchmal, wenn mich was interessiert, probiere ich das aus. Das fand ich aber widerlich. Also das würde ich mir niemals nachkaufen. Das war wirklich ekelhaft. Dann habe ich noch zwei Badezusätze leer gemacht. Einmal den Winterbad, Zimtnelken und Orange, den kennt ihr. Ich glaube, wir alle versuchen noch verzweifelt den Glitzer zu finden, der da irgendwie drinnen war, aber ja. Und einen Cinnamon Nights habe ich schon aufgebraucht. Der ist echt geil. Der ist wirklich geil. Und ich finde es so traurig, dass der rausgegangen ist. Und ich habe auch gehört, dass alle rausgehen. Und ich hoffe, dass ich bei mir, bei Müller, noch die anderen erwische. Besonders den Apple bei Hugs. Da hoffe ich wirklich, dass ich die noch erwische. Das hoffe ich wirklich. Dann habe ich für meinen Beauty Blender zum Anfeuchten den Elisabeth Arden Hydrating Mist als Probe leer gemacht. So sieht die Flasche aus eigentlich. Sollte ich es beim Tiki Max finden, würde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich mag den. Aber ich würde ihn eher dann fürs Gesicht verwenden und nicht für den Beauty Blender. Ich wollte halt die Probe unbedingt aufbrauchen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es mir wirklich nachkaufen würde. Ich glaube, ich würde es mir dann nur wahrscheinlich nachkaufen beim Tiki Max, wenn weiter Elisabeth Arden draufsteht. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ja, dann habe ich hier meine Biore Aktivkohle Nose Straps komplett aufgebraucht. Also da hatte ich jetzt nur noch ein Stück drinnen. Da ist sogar die Verpackung habe ich sogar da reingegeben. Deshalb habe ich mir gedacht, ich schmeiße das mit der Schachtel da rein, damit ihr mal die Schachtel davon seht. Ja, da steht sogar noch neu drauf. Die sind gar nicht mehr neu. Es steht auf den neuen gar nicht mehr neu drauf, glaube ich.
Das war sehr verwirrend. Irgendwie juckt mich mein ganzes Gesicht in den ganzen Staub da drin. Ich mag die. Ich habe die doppelt jetzt noch. Ich habe die einmal im Leoparden-Look und einmal so, weil ich die mir in Aktion noch gekauft habe. Und leider noch die anderen. Die, was ich da noch aufgebraucht habe im letzten Video. Aber die mag ich am liebsten. Die würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Ja, dann habe ich einen Fixing Spray leer gemacht von Makeup Factory. Den mag ich sehr, sehr gern, weil der nach Aloe Vera riecht. Und den habe ich mir auch nachgekauft. Also den benutze ich, wenn ich arbeiten gehe. Der ist zwar auch relativ teuer. Ich glaube, ich sollte mir noch eine Alternative raussuchen, die nicht so teuer ist. Der kostet nämlich 15 Euro. Und ja, ich habe jetzt noch einen da, wie gesagt. Ich habe mir den jetzt nachgekauft. So sieht er aus. Da ist auch schon ein bisschen was weg. Ich habe jetzt den eine Weile nicht verwendet, weil ich ja nicht arbeiten war. Aber den von... Ganz kurz noch. Okay. Den von MAC benutze ich in der Freizeit, also wenn ich frei habe, so im Alltag. Und den Makeup Factory benutze ich, wenn ich arbeiten gehe. Weil der MAC ist mir zu teuer dafür. Und der ist eigentlich auch relativ teuer, aber der kostet, glaube ich, nur die Hälfte, was der MAC kostet. Und ich mag den. Ich mag den wirklich. Also, ja. Ich habe ihn mir jetzt nochmal nachkauft. Bin gespannt, ob ich mir ihn dann nochmal nachkaufe, wenn er wieder leer geht. Oh mein Gott, so. Ich habe das Fußpeeling aufgebraucht von Yves Rocher. Endlich, ich kann es nicht mehr riechen. Ich kann auch kein Lavendel mehr riechen. Meine Mama schon, ich nicht. Ich werde mir das auf gar keinen Fall mehr nachkaufen. Ich bin vor kurzem davor gestanden und habe es mir nicht nachgekauft. Ich habe jetzt ein anderes, das ich endlich mal fotografieren sollte und in mein Badezimmer stellen sollte. Ich habe nämlich von Alessandro ein Tester bekommen. Also sie hat gesagt, ich soll meine Filialleitung fragen, ob ich den haben darf. Und das will ich für die Füße und für die Hände benutzen. Das ist nämlich so ein Handpeeling angeblich. Und man kann es auch für die Füße verwenden. Und auf das bin ich gespannt, wie es ist. Und ja, das würde ich mir auf gar keinen Fall... Hoppla. Ja, ich kaufe die aber nicht mehr ab. So, tschüss. Ich würde es nie wieder nachkaufen, eben wegen dem Duft. So, vom Peeling-Effekt war super für die Füße, aber ich werde es mir nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Kneipp ein Mini-Duschgel. Das hatte ich in meiner Weihnachtsgeschenk. Von der Arbeit. Das riecht so geil. Hätte ich nicht so viel Duschgel, würde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Aber es ist auch so teuer. Das ist ja das Kneipp. Gute Laune. Das war so gut. Ich bin so verliebt in dieses Duschgel. Ich will es mir schon irgendwann nachkaufen. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber ich will es mir nachkaufen. Weil das war echt gut. Dann habe ich hier ein Duschpeeling leer gemacht. Auch von Yves Rocher. Von dieser Limited Edition. Ich mag die nicht. Ich werde die mir auch wirklich nicht mehr nachkaufen, weil die sind so flüssig. Wenn ich es auf dem Schwamm dann habe, hat es funktioniert, aber ich gebe Duschpeeling halt gleich auf die Hand oder auf den Körper drauf und tue es dann einreiben. Und das geht mit dem nicht, weil es zu flüssig ist. Ich zeige euch nochmal die Verpackung. Ja, aber ich werde mir das nicht mehr nachkaufen bei den Limited Editions. Ich habe hoffentlich endlich daraus gelernt und werde es mir nicht nachkaufen. Ich räume das schnell mal aus, weil da ist jetzt nicht mehr so viel drin. Die Biotherm-Tüte schaut schon echt eklig aus. Ich bin froh, dass ich eine neue bekommen habe. Ich muss nur suchen, wo ich die Hintern habe. Weil ich habe von der eine neue gekriegt und die werde ich jetzt entsorgen dann und die neue verwenden. Das ist ja widerlich. Ja, ich habe eine Probe leer gemacht. Die habe ich von Jan, glaube ich, bekommen. Ich kenne die Marke nicht. Ich habe es fürs Dekolleté verwendet. Es ist jetzt nichts so Spezielles. Dann habe ich noch eine Probe leer gemacht. Die war von Biotherm. Die Multi-Defender, die habe ich sogar in groß, also in Originalgröße. Ich fand die gut, aber ich habe sie halt tagsüber verwendet, weil die hat einen Lichtschutzfaktor. Ihr wisst, Biotherm, ich bin ein Biotherm-Junkie, ich liebe die Marke. Ja, dann habe ich die Lavendel-Mousse-Maske aufgebraucht. Wie gesagt, ich kann keinen Lavendel mehr riechen, aber war ganz viele noch davon. Dann habe ich meine Nachtcreme aufgebraucht von Rival de Loup. Da bin ich echt happy drüber. Ich fand sie gut, aber die gibt es eh nicht mehr. Und ich komme sowieso nicht dran, wenn es die noch geben wird. So fand ich sie gut, aber ich hätte sie im Sommer besser gefunden, glaube ich. Ich habe sie ja im Winter leider angefangen. Ich Vollkoffer. Fragt mich nicht, warum. Dann habe ich... Ich habe noch viel da. Autsch, mein Auge. Die Biotherm Body Lotion, ich habe es geschafft, sie aufzubauen. Ich bin so verdammt stolz auf mich. Ich habe einen Staub gerade im Auge. Oh Gott, so. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das leer gemacht habe. Ja, ich darf nicht vergessen, dass ich die in meinem Video drin habe.
in meiner Videoreihe, ihr wisst sicher, was ich meine. Ich darf nicht vergessen, weil ich habe leider, ich wollte einen Blogposter schreiben über das Klinikding und ich habe das Klinikding weggeschmissen, ich Idiot. Und ich hoffe, dass ich das nicht vergesse wegzuschmeißen. Ich muss sagen, den Duft mag ich. Ich würde es mir aber nicht nachkaufen. Nein, da würde ich, also die Milch würde ich mir nicht nachkaufen, wenn, dann würde ich mir die im Deal irgendwann einmal nachkaufen, aber ich habe eh so viel, also streichen wir das wieder. Dann habe ich aufgebraucht und da bin ich sehr, sehr traurig drüber, das war nämlich der Tester von dem losen Bruder von Lancôme. Ich bin so ein kleiner Lancôme-Junkie geworden, besonders was die Kosmetik betrifft, also das Puder ist der Hammer, das habe ich immer für die Augenpartie verwendet, um meinen Concealer zu fixieren und das war super. Das war wirklich super. Ich bin noch kurz davor, mir das in groß zu kaufen, aber ich habe noch eine Probe, also so einen Tester von einem anderen und eigentlich sollte ich mir das nicht nachkaufen, aber ich muss noch überlegen, ob ich es jetzt mache oder nicht, weil das ist sehr teuer, das Ding. Und es geht leider aus dem Sortiment, also ich überlege noch. Ja, dann habe ich hier ein Love Kajal aufgebraucht, Nummer 250 Antique Amber. Den habe ich immer für den unteren Wimpernkranz verwendet. Eine Zeit lang mochte ich den ja, aber das hat sich geändert. Ich mag den nicht mehr, weil er nicht mehr am Auge hält. Ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist. Am Anfang habe ich ihn ja sehr gut gefunden. Und jetzt nach der Zeit, ich wollte mir auch eigentlich von denen den grünen kaufen, weil ich halt das gut finde, dass die zum Rausdrehen sind. Leider geht, ich habe gehört von meiner Chefin, dass bei uns Love rausgeht aus dem Sortiment. Da bin ich schon ein bisschen traurig. Aber ich weiß nicht, ob, weil die Sachen sind jetzt um 30% reduziert, das habe ich auch in anderen Filialen gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir da was nachkaufe, ich glaube aber eher nicht. Dann habe ich leider mein Make-up leer gemacht von Max Factor. Das sieht so aus. Das ist das leider, was es nicht mehr gibt, das ist das Tiegelchen. Ich habe das total ausgeratzt. Da war ich sehr, sehr, sehr aggressiv, wie das leer worden ist. Ich habe noch, glaube ich, ein, zwei Backups, Gott sei Dank, aber ich kann es mir nicht nachkaufen, weil es das leider nicht mehr gibt. Und ich finde das behindert, weil das war mein Lieblings-Make-up. Ja, aber das gibt es leider nicht mehr. Ja, was soll man da machen? Ich habe noch ein paar Sachen. Es hört und hört nicht auf. Fangen wir mit dem da an. Das habe ich Gott sei Dank ja in groß, endlich. Habe es aber bis jetzt noch nicht probiert. Also beziehungsweise meine Großen angefangen. Ich bin total bescheuert. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich habe meine noch nicht angefangen, weil ich sie nicht leer machen will. Wie behindert ist das? Wie behindert ist das? Ich habe sie mir beim Tiki Max gekauft. Das sind diese Peeling Pads. Ich habe euch das schon mal erzählt, weil ich habe ja die Probe von der Schulung bekommen. Und eine hatte ich ja schon aufgebraucht. Und ich habe beim Tiki Max die um 25 Euro gefunden. Ich war vor kurzem wieder und habe es wieder um 25 Euro gefunden und ich habe es immer wieder nachgekauft. Jetzt habe ich ein Backup. Ich verstecke mich eh schon. Aber ich finde die so gut und ja. Und ich habe nachgeschaut, die im G3 gibt es die nämlich, habe ich gesehen, im Müller. Und die kosten 48,95 Euro im Originalpreis. Stellt euch das mal vor. Und ich habe sie für 25 Euro beim Tiki Max bekommen, also da kann man nichts sagen. Deswegen habe ich mir noch ein Backup gekauft und jetzt fange ich an, meine echten zu verwenden, weil jetzt kann ich ja. Ich war so gestört. Dann habe ich noch ein paar Sachen aufgebraucht. Ein Reinigungsprodukt von Yves Rocher, das fand ich wirklich gut. Ich habe es sogar aufgeschnitten. Ihr kennt mich, normalerweise schneide ich nie was auf und ich habe es voll ausgekratzt. Ich habe es auch gesehen, das Ding ist wirklich teuer. Ich hatte das ja in einem... Könnt ihr euch noch an diese Yves Rocher Box erinnern? Da hatte ich das drinnen. Und ich mochte das sehr, sehr gerne. Das war richtig gut für meine trockene Haut. Das Problem ist, das Ding kostet 8 Euro. Ich habe gestern nachgeschaut. Das ist mir zu teuer. Das ist wirklich teuer für so ein Ding. Und das Problem ist, ich hasse die Verpackung, deswegen habe ich es aufgeschnitten. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Ganz ehrlich, ich mag es, ich liebe es sogar. Ich habe es aufgeschnitten, das sagt schon mehr als nur das. Weil ich halt gesehen, dass ich den Rest so nicht rauskriege. Ich hasse aber die Verpackung. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Ich habe jetzt noch so viele andere, deswegen glaube ich eher, würde ich es mir dabei nicht nachkaufen. Aber ich fand es wirklich gut. Ich fand es wirklich gut. Also von den Reinigungen, die ich bis jetzt hatte von Yves Rocher, fand ich das am besten. Aber ich bin mir halt noch nicht sicher, ob ich es nachkaufen werde. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich es mir wirklich nachkaufen werde oder nicht. Weil jetzt habe ich aktuell andere Sachen, die ich zurzeit verwende. Und ich habe eh so viel Zeug. Ich habe einen Primer leer gemacht. Das war der von L'Oreal. Das war ein Tester.
Der war noch komplett voll damals, deswegen war ich froh, dass ich den gekriegt habe, weil ich den unbedingt ausprobieren wollte. Ja, Indefectible Primer. Ich habe keine Ahnung, ob es den noch im Sortiment gibt. Bei mir in der Filiale gibt es so eine ganz, ganz kleine L'Oreal-Deko und ich mag L'Oreal eh nicht. Und ich fand den auch nicht gut, also ich würde ihn mir nicht nachkaufen. Ich war froh, dass er leer ist. Dann habe ich nur noch zwei Dinge aufgebraucht. Einmal eine Pflege von Biotherm, das war ja auch ein Tester. Ich weiß, jetzt werden wieder viele I schreien, aber da war nicht mehr viel drinnen und ich wollte die unbedingt haben. Ich hoffe auch nicht, dass ich davon die Pickel habe. Ich glaube es aber nicht, weil die Pickel haben jetzt in letzter Zeit wieder angefangen und die ist schon sehr, sehr lange leer. Ich würde sie mir nachkaufen, wenn ich nicht so viel hätte. Ich habe so viel Cremes, ich muss mir dabei gar nichts nachkaufen. Aber das ist auf jeden Fall ein Kandidat, die Aquasource Everplump ist das die, was ich mir auf jeden Fall irgendwann mal nachkaufen werde. Die spendet richtig Feuchtigkeit. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Proben davon. Und ich liebe das, was es einfach mit meiner Haut macht, weil das so ein richtiger Feuchtigkeitsbooster ist. Jetzt ist es fast im Eimer gewesen. So. Als letztes habe ich aufgebraucht einen Duft und zwar von Essence, den hatte ich bei mir in der Arbeit im Spind, den Like a Day in a Candy Shop. Ich bin sehr stolz, dass ich den aufgebraucht habe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie stolz ich auf mich bin. Aber den mochte ich eigentlich, also ich fand den nicht schlecht. Aber ich würde die von Essence mir jetzt nicht nachkaufen, ich habe eh so viele Parfums, bin froh, dass ich einen wenigstens leer habe, weil in letzter Zeit kriege ich keine Düfte mehr leer. Das war auch, wie gesagt, ein Tester, den habe ich mir damals ausgesucht. Ja, aber die Essenz gibt es bei uns bei Müller gar nicht mehr. Ich glaube, die gibt es bei uns in Österreich nur noch im DM, was ich so gesehen habe. Den mag ich, auch ein Arbeitskollege fand den so gut, wenn ich ihn rumgehabt habe, aber ich glaube nicht, dass ich ihn mir nachkaufen würde. Da gibt es andere, die ich besser finde. Ja, ich habe es geschafft. Mein Müll ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich finde, es ist ein bisschen weniger als gedacht, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Ich glaube, es kommt mir nur so vor. Ja, aber es sind viele Sachen dabei, wo ich stolz bin, dass ich die leer gemacht habe. Wirklich stolz. Und auch ein bisschen, wo ich traurig bin. Aber ja, es ist gut, dass ich ein paar Sachen aufbrauche. Auch wenn ich so viel nachkaufe die ganze Zeit, ich weiß. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr in dem Monat Februar aufgebraucht habt, wo ihr stolz wart. Das finde ich immer nämlich sehr interessant. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!